um den deutschen Aufbauplan und dass wir dann eine zweite Runde machen mit den beiden Thinktanks zusammen und dann nochmal auch aus Brüsseler Sicht und aus europäischer Sicht auf diesen Wiederaufbaufonds schauen werden. Es sind alle Zuhörer herzlich eingeladen, auch selber Fragen zu stellen. Wir haben einen Chat, der steht unter anderem neben mir aus dem Bildschirm. Also ich sehe, wenn Fragen kommen und ich soll auch ein Zeichen kriegen. Ich hoffe, das klappt. Also wir können dann auch Fragen mit aufnehmen. Und weil ich denke, Ladies first, würde ich sagen, ich eröffne die erste Runde und erteile Frau Gauer das Wort. Ihre Chefin, die war ja gestern in Brüssel. Es war ein relativ kurzer, aber sehr herzlicher Termin mit Frau Merkel. Sie hat das grüne Licht der Europäischen Kommission überbracht. Wir erinnern uns, dass es zuvor ja doch Kritik am deutschen Plan gegeben hat. Vielleicht können Sie noch mal erklären, was hat sich geändert? Was haben die langen Debatten gebracht? Sie haben das Wort. Thank you very much and good afternoon to everyone. Very happy to be here with you this afternoon. Not only because the German plan was indeed proposed for adoption by the Commission yesterday, but also because today we will have process or made proposal in relation to the 12 national plans that that were tabled before the 30th of April. So this is a very decisive step in the implementation of the recovery and resilience facility. We have come with a proposal a bit less than the 2 months that were foreseen for assessment, and this is really due to the intense cooperation and a very constructive dialogue that we've had with Germany, but also with all the other member states for which we have made the approval of the plan so far. You referred already to some discussions or criticism that could have been made before in a plan. I think that was the case for Germany. That was the case for all the member states. I think from the first exchanges of views and ideas that we had with the member states last year in between September and December, and the plans that we are today really happily proposing for adoption to the Council, we have traveled a long way. So I would like to use a few minutes I have to give you a bit of this idea of this travel with the German plan, but also going a bit. And we have a time limit of quite, or we should talk in German. I was told we have ungefähr so 5, 6, 7 Minuten. Yeah. Okay, ich kann das. Okay, sagen. Danke. So on what do we like in these plans, and why are they good plans in our view? I think first we like the balanced packages of reforms and investments that we see. This is really a distinct feature of the recovery and resilience facility. If we compare it with other European funds, it's about reform, it's about investment, and it's about resilience, it's about recovery. You will see that the starting position of the different plans were, of course, different because member states do not have the same challenges, and the number of recommendations that were made to them were of course different. So that's why you will see, for example, very far-reaching labor market reform in Spain. You will see very significant reforms of the public administration and justice in Italy. And for Germany, what we really thought was worth underlining is the very significant efforts made to address investment bottlenecks. And we've seen and we've known that for Germany, having accelerating investment, accelerating their plannings, their approval processes, and the interaction also between the lender and the Bund was absolutely essential to undertake all of this significant investment in the field of transport, in the field of education or healthcare. And here we see the German plan as really making a decisive step in that direction. That will benefit business, that would improve the business environment, but that will also benefit citizens. Turning to the green dimension, a very, very strong element of the plan is to ensure that those plans, all the national plans, will help us delivering on the Green Deal. And you had a minimum requirement of 37% expenditure that had to be climate relevant. We see that Germany exceeds that really by a large margin by being at 42% of expenditure, and this is actually the case for all the other member states. So very, very strong green spending everywhere.
In Germany, what we like in these investments are the focus on sustainable mobility with a very coherent and global approach to it. So not only infrastructure and, for example, charging infrastructure, but also tax and purchase incentive to ensure that the demand for electric vehicle or cleaner vehicle is really increasing also together with the infrastructure. And that is, again, very consistent with what we see in the other plans, with a strong focus on e-mobility or sustainable mobility, but also energy efficiency in buildings and clean power. Digitalization is the other twin of the transformation that those plans are about to trigger. And here, as a Germany, really outperforms the minimum target of 20% by having 52% of the overall plan dedicated to digitalization. And that was actually very much needed. At least that was our assessment of the needs for Germany, where in particular in relation to the public administration, very, very few services were already accessible online. And here we have really an opportunity to digitalize at a very fast pace and give for business and for citizens really a digital access to services. This will again mirrors very much what you will see in most of the other member states. And finally, investment in people. There was a lot of discussion in Parliament, in particular, when the regulation was being designed on whether or not we should have a social target for the expenditure, as we have a green and a digital one. We don't have such a target, but we see that roughly 20% of all the spending across member states will be dedicated to social spending or to investment in people. For Germany, this is one way of addressing the long-standing recommendation on labor market participation for women, so real participation with longer hours of working. And here, the impressive plan of childcare facilities will certainly help delivering on that. But also worth mentioning are the efforts in relation to education and the attempt to really also help kids who are suffering from a backlog of their learning due to COVID to recoup. So as you can see, German plan very similar to the other plans in terms of ambition and focus, and a very promising way of recovering in the coming weeks. So looking forward to the debate. Vielleicht können Sie uns noch zwei, drei Worte sagen, da wir ja hier unter uns sind, wo Sie doch noch mal mit Deutschland dann nachjustieren mussten. I think the reform on the investment bottlenecks, what you will see is, and we see they're fundamental and they're really important, and they also correspond really to the biggest issue, not only for Germany but also for neighboring countries. They're relatively unspecific. Well, they're not unspecific, but they're not very, very detailed, and that is where I think for the implementation going forward we will have the biggest discussion. It had to be in this way. Because there is a need for dialogue and for cooperation between the Bund and the Länder. That's a very structure of the German state that required that, and we had a lot of understanding for that need. At the same time, I think whether the end result of that cooperation will really allow to deliver on this removal of the bottlenecks will be the key. So that's one of the points where we will be extremely attentive in the implementation. Vielen Dank. Damit würde ich direkt weiter das Wort erteilen dem Chefökonom im BMF, Herrn Weizsäcker. Und vielleicht ist Sie auch bitten, dass Sie zu diesen, sagen wir mal, wir wissen ja, das Geld fließt nicht ab. Wir wissen, die Kooperation zwischen Bund und Ländern ist nicht ideal. Also öfters jedenfalls. Vielleicht können Sie da noch ein paar Worte sagen, wie sich das ändern wird. Ja, ganz herzlichen Dank. Es ist eine große Freude, hier zu sein. Und ich glaube, man kann sagen, hier in Berlin, aber auch in Brüssel, ganz herzlichen Dank an Céline und ihr Team. Wir haben hart gearbeitet in den letzten Monaten, um das den deutschen Aufbau- und Resilienzplan in dieser Qualität hinzubekommen. Ich habe ihn mal mitgebracht. Das ist der Plan. Das ist schon ganz eindrucksvoll. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ist das ein Bürokratiemonster oder ist es etwas, was Europa voranbringt? Und ich will vier Gründe sagen, aus denen ich davon überzeugt bin, dass es Europa voranbringt. Der erste Grund ist, dass man in einer solchen Krise verhindern musste, und das hat Europa geschafft. Wir
haben eine kraftvolle Antwort, eine solidarische Antwort gefunden. Wir mussten verhindern, dass Geld in der Krise in Europa zum Engpass wird. Das hätte man uns nicht verziehen. Und das verhindert dieser Plan, das verhindert dieses Gesamtprojekt Next Generation EU mit einem Finanzvolumen von 750 Milliarden insgesamt. Und gerade in Ländern, wo die Gefahr noch etwas größer ist als in Deutschland, dass Geld zum Engpass gibt, mit einer signifikanten Unterstützung, auch in Prozent des BIP ausgedrückt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, mit diesem Projekt verhindern wir, dass in einer solchen Krise, da ist ja die Nervosität enorm und der Handlungsbedarf in den akuten Krisenfeldern riesengroß, Next Generation EU, Next Generation sagt es schon, verhindert, dass mit all den Dingen, die in der kurzen Frist getan werden müssen, in Europa, in den Mitgliedstaaten vergessen wird, welche mit mittel- bis längerfristigen Herausforderungen wir dringend angehen müssen, um kraftvoll aus der Krise herauszukommen. Und deshalb war es auch genau richtig, dass Klimawandel und Digitalisierung, hätte man sagen können, was hat das mit dem Covid-19-Virus zu tun, dass Klimawandel und Digitalisierung da so im Vordergrund standen. Und in unserem Fall, ich glaube, 40% der Ausgaben Klimawandel, 50% Digitalisierung sichergestellt sind. Und das ist eben in anderen Mitgliedstaaten auch so. Also, dass man ob der kurzen Frist, ob des Krisenmanagements nicht vergisst, die Zeit nach der Krise, in die wir jetzt hoffentlich hineinkommen. Und dazu hat das Vorhaben maßgeblich beigetragen. Und jetzt gibt es einige Leute, die sagen, durchaus zu Recht, bezogen auf Deutschland, aber ihr habt doch schon in eurem Konjunkturpaket im Juni 2020, also bevor überhaupt Next Generation EU beschlossen war, etwa ein Drittel der Ausgaben gewidmet der mittleren bis längeren Frist. Und das war ja auch richtig so, da sind wir durchaus stolz. Das führt mich zum dritten Punkt. Auch in Ländern wie Deutschland, wo das schon angelegt war in der nationalen Politik, konnte man sehr profitieren davon in der Ausschärfung der einzelnen Maßnahmen, auch in der Ausrichtung und ihrer europäischen Dimension. Durch das, ich würde sagen, im besten Sinne Sparring mit der Europäischen Kommission, die uns sehr geholfen hat, auch weil sie verlangt hat für jedes einzelne Projekt, dann brauchen wir einen Meilenstein und noch einen. Wir müssen genau sehen, wie ist das zu verstehen, was sind die Erfolgskriterien und so weiter. Das hat es uns erlaubt, viele Dinge, die angelegt waren im Konjunkturpaket, auszuschärfen und dafür zu sorgen, dass die einzelnen Ressorts, die einzelnen Linienressorts sehr genaue terminliche, meilensteingetriebene Untersetzungen haben. Und ich glaube, das ist für die Qualität der öffentlichen Finanzen, das sage ich als jemand aus dem Finanzministerium, daran sind wir sowieso sehr interessiert, außerordentlich wichtig. Und da hat es also einen großen Mehrwert gegeben, auch für Länder wie Deutschland, die in der Grundanlage so etwas schon ins Auge gefasst hatten. Und wir haben das natürlich gemacht auf europäischer Ebene, damit alle Länder in die Lage versetzt werden. Und das bringt mich zum vierten Punkt, der wichtig sein wird in den kommenden Jahren. Ein toller Plan ist das eine, aber das andere ist natürlich die Durchführung. Und wir müssen sicherstellen, dass wir in der Durchführung auch erfolgreich sind in Deutschland. Und da werden wir uns strecken müssen, da werden wir uns anstrengen müssen, zu Recht. Das ist viel Steuerzahlergeld. Aber in allen anderen Ländern auch. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen, uns fragen, wie wird im Rückblick dieses, wie ich finde, wirklich großartige Projekt Next Generation EU und Aufbau- und Resilienzpläne bewertet werden? Und wird man vielleicht auf die Idee kommen, in künftigen Krisen so etwas wiederzumachen? Dann wird das entscheidend von der Frage abhängen, wie gut wir gemeinsam in allen Mitgliedstaaten darin sein werden, die Implementierung dann auch wirklich gut hinzubekommen. Und da sind die Weichen gestellt. Deshalb brauchen wir so viel Papier. Die Weichen sind gestellt, aber die Arbeit ist damit nicht getan, sondern fängt erst an. So viel vielleicht als kleine Einordnung aus unserer Sicht, was der Mehrwert ist. Der besteht eben aus den genannten vier Elementen. Und jetzt vielleicht etwas konkreter zum deutschen Plan. Der ist innovationsgetrieben, der ist investitionsgetrieben mit klaren Schwerpunkten im Bereichen der Digitalisierung und des Klimaschutzes.
sehr viel, was ich gut finde und richtig finde, auch sektorale Tiefe. Nehmen wir die Frage der Wasserstoffstrategie, nehmen wir die Frage die Elektrifizierung der individuellen Mobilität, also zum Beispiel Ladeinfrastruktur, nehmen wir, um einen ganz anderen Bereich herauszugreifen, die Frage, wie geht man mit der Bildung um in der Zeit in Corona und Post-Corona? Da sind erstens einige Schwächen aufgedeckt worden, also digitale Bildungsoffensive war drin, dringend erforderlich, das ist Teil des Programms, oder auch ein Aktionsprogramm zum Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche, das ist auch enthalten. Das heißt, da sind industriepolitische Elemente enthalten, da sind bildungspolitische Elemente enthalten und es sind ganz wichtige innovationspolitische Elemente enthalten. Und da möchte ich besonders hinweisen auf die Important Projects of Common European Interest, die wichtigen Projekte von gemeinsamem europäischem Interesse. Da haben wir drei große Projekte, die dieser Ausschärfung, die die Kommission eingefordert hat, durchaus mit zu verdanken sind. Das eine ist im Bereich der Wasserstoffwirtschaft. Das ist eine ganz, ganz wichtige Zukunftsfrage, wenn die Energiewende gelingen soll. Das zweite ist im Bereich des Cloud Computing, also ein zentraler Bereich der Digitalisierung. Und das dritte ist im Bereich der Mikroelektronik. Auch eine sehr, sehr spannende Zukunftsfrage. Nicht zuletzt im Übrigen auch für den deutschen Mittelstand, ob wir da weiterhin vorne dabei sein werden. So viel vielleicht hinsichtlich der Schwerpunkte des Programms. Wir werden sicherlich in der Diskussion noch Gelegenheit haben, auf mehr Aspekte zu sprechen zu kommen. Und damit komme ich auch langsam zum Schluss. Ja, ich bitte darum. Und natürlich eine, wie ich sagen würde, synergiegetriebene Agenda der Reformen, insbesondere hinsichtlich der Frage, wie können wir sicherstellen, dass in Deutschland in Zukunft nicht immer nur viele Investitionen für die richtigen Sachen hoffentlich eingeplant werden, sondern diese Investitionen dann auch zügig stattfinden. Und das ist in der Tat, das hat die Kommission ganz richtig erkannt, in der Vergangenheit in Deutschland durchaus ein Problem gewesen. Und deshalb haben wir an vielen Stellen, ob das jetzt Online-Zugangsgesetz ist, ob das eine Stärkung eines staatlichen Beratungsdienstleisters, BD, für die Kommunen ist, die ja die wichtigsten, wenn man so will, staatlichen Investoren im Lande sind. Ob das neue Arbeitsweisen in Zusammenarbeit mit den Ländern sind. Und da hat Frau Gauer, Celine, Sie haben da vollkommen recht, dass das Entscheidende ja am Ende nicht nur ist, dass der Bund und die Länder überlegen, wie man es in Zukunft besser machen kann, sondern es dann auch tun. Nur da müssen wir ehrlich sein, wir können sagen, wir wollen das gemeinsam, das ist in dem Plan auch festgelegt und es ist unsere Verantwortung, diese gemeinsame Anstrengung dann mit den Ländern und auch Kommunen zum Erfolg zu führen. Das ist überhaupt kein Dissens, sondern das meinte ich vorhin mit der Beobachtung, dass Sie ein sehr hilfreicher und im Übrigen im menschlichen Zusammenhang, Zusammenspiel auch ausgesprochen angenehmer Sparringpartner für uns waren, um die Qualität der öffentlichen Finanzen in diesem eben beschriebenen Sinne weiter zu verbessern. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Sie das in allen anderen Mitgliedstaaten genauso gehandhabt haben. Und auch darüber sind wir sehr froh. So viel vielleicht als kleiner Impuls am Anfang. Vielen Dank, Herr von Weizsäcker. Ich würde jetzt noch eine kleine Runde machen mit zwei grundsätzlichen Fragen und auch vielleicht noch mal ein bisschen Detailkritik, die es ja heute durchaus gab. Sie haben jetzt alle bisher auch auf die grundsätzliche Größe des Projekts hingewiesen, wie bedeutsam es ist. Und ich habe in der deutschen Debatte auf jeden Fall eines vermisst, nämlich, dass dieses Projekt, das ja so groß ist, überhaupt im Bundestag debattiert worden ist oder in anderen Veranstaltungen. Also wir sind ja jetzt hier so unter uns. Wir reden jetzt darüber, aber vielleicht die Frage nochmal an Sie, Herr von Weizsäcker, warum gab es keine Debatte im Bundestag über diesen Plan? Warum haben Sie den nicht im Bundestag vorgestellt und auch zur Debatte freigegeben? Und vielleicht auch die Frage an Frau Gauer. Hätten Sie sich das eigentlich gewünscht, dass in Deutschland öffentlicher über diesen Plan debattiert wird? Und war das in anderen Ländern anders?
Ich glaube, da muss man vorsichtig sein. Ich selber bin ja Ministerialbeamter und der Bundestag entscheidet natürlich selbst, welche Dinge er debattiert. Das ist auch richtig so. Das soll die Exekutive. Das stimmt, aber Sie hätten darauf drängen können. Aber was wir selbstverständlich gemacht haben, wir haben sowohl dem Bundestag wie auch den Ländern den Plan zur Verfügung gestellt. Im Entwurfsstadium und dann hat im Bundestag beispielsweise selbstverständlich eine Debatte im Ausschuss stattgefunden oder in den Ausschüssen, plural kann man sogar sagen, sodass der Bundestag in der Art und Weise, wie er sich damit beschäftigen wollte, selbstverständlich auch beschäftigt hat. Insofern, ich glaube, was man sagen kann, ist, dass wir alle in großer Eile, das ist ja auch ein eiliges Projekt gewesen, in großer Eile gemeinsam daran gearbeitet haben, intensiv mit natürlich auch der Legislative uns darüber ausgetauscht haben. Und ich glaube, es steht mir nicht zu, den Bundestag belehren zu wollen, wie er mit diesem Plan umgegangen ist. Ich fand den Austausch ausgesprochen fruchtbar und gut. Und bin heilfroh, dass wir es geschafft haben. Das war ja nicht ganz einfach, bis zur gesetzten Deadline als einer der Staaten, der diese Deadline nicht gerissen hat, es pünktlich abzuliefern. Bin außerordentlich dankbar, dass die Kommission es geschafft hat, sogar etwas schneller als in der selbstgesetzten Frist zu einer Beurteilung unseres Plans zu gelangen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Alle wurden gehört, alle wurden einbezogen und wir haben ein Produkt, das sich sehen lassen kann. Frau Gauer, sehen Sie das auch so? Da würden Sie sagen, gerade für die EU-Kommission und für Europa, die ja oft in der Öffentlichkeit eher negativ dargestellt werden, wäre es auch gut gewesen, diese Pläne öffentlich wirksam zu debattieren. Thank you very much. Yes, absolutely. But we need and we have seen in the different member states a lot of recognition that that these plans will be the result of a joint solidarity effort between the member states, as in the joint borrowing for financing those plans from the EU, I think is flagged and communicated in different ways, but very much in the member states. And this is something that I not only was happy to see in some, could have seen more in others, but the good thing is that's not the end now. I think this communication effort, joint communication effort, will continue and will have to continue in the implementation phase. And I'm not only talking about the nice little flags that we will, EU flags that we will see on each and every charging stations in Germany that will have been financed by the plan. I'm much more talking about the joint effort of the authorities, local and national authorities and the EU, and the representation has a particular role to play in this respect, to make the citizens understand that it is really the result of a joint effort and a joint endeavor of the member state and the EU. And let's not be mistaken, it's not only something for those that will receive a lot of funding, and Germany always says, yeah, we're not getting that much, yes, but the indirect effect, the spillover effects that will benefit the German economy coming from the recovery and resilience facility go far beyond the simply added value of getting some funds paid by the EU. So we could have seen more, but we will see much more in the implementation, and this is really where it matters. Es gibt ja dieses Sprichwort, ne? Tue Gutes und rede darüber. Und ich denke, das wäre ja in diesem Fall, wenn sich alle so einig sind, auch eine gute Sache. Und das bringt mich noch zu meiner zweiten Frage. Es war am Beginn immer die Frage, immer die Rede davon gewesen, dass das europäische Semester im Prinzip auch der Maßstab sein sollte, diese Empfehlungen aus dem europäischen Semester und auch die Austeilung der Gelder daran geknüpft, an die Erfüllung dieser Vorgaben oder Reformvorgaben geknüpft werden. Das ist nun nicht mehr so. Oder Frau Gauer, wie ist das jetzt? Welche Rolle spielt das europäische Semester da noch? Thank you. The role of the semester was twofold. It was first backward looking because the semester was what we have used, and the recommendations that were made in the context of the semesters to all the member states is what we have used as a compass
for identifying the needs for reforms and investment. So that was the case for Germany, as in this investment bottlenecks we've also found there. That was the case for all the other member states. So that was a backward looking, but a forward looking would also be essential. So reporting on the implementation of the plans will take place in the context of the semester. And the performance of the member states will be assessed and discussed in this multilateral forum of policy, economic policy coordination, that, that is a semester. We will have to adjust it a little bit to factor in the delivery on the on the plans, but the semester will remain the central place of exchange between the member states, the council and the commission in that respect. Okay, vielen Dank. Ich würde an dieser Stelle gerne unsere beiden Thinktanks mit reinnehmen, Herrn Groß und Herrn Wolf, und Ihnen vielleicht zuerst nochmal die Frage stellen, auch bezüglich dieser Einschätzung von heute Morgen, mit der ich auch schon angefangen habe. Ein Kollege, der schrieb, dass der Fonds ist ein Geldautomat, der zur Selbstbedienung anleitet oder verleitet. Und wir haben ja jetzt schon gehört, dass nach dieser erfolgreichen Einsetzung des Fonds, dass es wichtig ist, dass es auch gut umgesetzt wird. Vielleicht, Herr Groß, aus Ihrer Sicht, welche Anforderungen sind jetzt wirklich essentiell, damit die Umsetzung klappt? Also was sind die drei Punkte, sagen wir mal, wo Sie sagen, daran hängt das jetzt, dass es ein Erfolg wird? Ja, vielen Dank, um auf Ihre Frage einzugehen. Geldautomat, ich glaube, unter all den Programmen, die die EU hat, ist das eines der, wo es doch am meisten auch substanzielle, nicht nur formale Auflagen gibt. Und Sie meinen das deutsche Programm? Das deutsche, aber ich meinte alle, auch die anderen Länder. Okay. Ja. Anderen Ländern. Das wird also dort, was ich erfreulich finde, nicht nur nachgeprüft, wo wird das Geld ausgegeben, sondern auch in welchem Rahmen findet das statt. Wenn Sie mir erlauben, eine Sache noch ganz kurz voranzuschicken, das ist für mich ganz wichtig. Geld ist ja nun mal fungibel. Wenn ein Staat, der jedes Jahr wie Deutschland 1.500 Milliarden ausgibt, dann nochmal 22 Milliarden dazu bekommt, über verschiedene Jahre verteilt, dann kann man natürlich nicht nur, man sollte nicht nur drauf gucken, wofür werden diese 22 Milliarden ausgegeben, sondern ändert sich oder verbessert sich die Struktur der gesamten Ausgaben. Um konkret zu werden, für Deutschland in diesem Fall würde man sagen, es gibt ja eine starke Komponente Forschung, Entwicklung und Förderung auch von erneuerbaren Energien und insbesondere Wasserstoffs. Dann würde ich aber sagen, diese Projekte selbst sehen alle sehr, sehr gut aus. Aber eben habe ich gesagt, in Deutschland werden 1.500 Milliarden ausgegeben pro Jahr vom Gesamtstaat. Aber davon nur faktisch 15 Milliarden gehen an Forschung und Entwicklung in der Vergangenheit. Die 22 könnten dann relevant werden. Wenn man die Pläne der Bundesregierung über die nächsten Jahre sich ansieht, wird das bei 15 Milliarden pro Jahr bleiben. Das heißt, weil die 22 Milliarden ersetzen muss anderes. Oder wird sich das erhöhen? Das wäre ich die Frage, die ich stellen würde für die konkreten Projekte. Natürlich, die ganz andere große Frage ist, inwiefern wirken die Reformen? Reformen, das wurde ja vorhin auch schon klargestellt, sind etwas, was man ankündigen kann, dadurch, dass man gewisse Gesetze verabschiedet, Verordnungen ändert. Aber dann muss das Ganze umgesetzt werden. Und das kann man heute schwer beurteilen. Ich glaube, da wiederum, wie auch Jakob und Celine betont haben, da ist es sehr wichtig, dass da eine außenstehende, neutrale Instanz da ist, die dann drängt und sagt, hier wurden Meilensteine erreicht oder nicht erreicht. Aber ich komme darauf zurück. Wir sollen uns nicht darauf konzentrieren, wofür werden die 22 Milliarden ausgegeben, sondern verbessert sich die Struktur des Gesamthaushalts. Ich würde, das habe ich notiert, das würde ich nachher an Herrn Weizsäcker geben, diese Frage. Ich würde aber gerne vorher noch Herrn Wolf fragen, aus Ihrer Sicht, was sind die entscheidenden Punkte? Ja, also der erste Punkt, den ich machen würde, ist, dass es natürlich rückwirkend im letzten Jahr enorme positive Effekte durch die Ankündigung dieses Programms gab, nämlich Vertrauenseffekte. Wir haben gesehen, als die deutsch-französische Erklärung
im Mai dann tatsächlich angekündigt wurde, dass in dem Moment tatsächlich die Spreads zwischen den Mitgliedsländern enorm gefallen sind. Und dieser positive Vertrauenseffekt hat auch kurzfristig haushaltspolitischen Spielraum in den Ländern, die tendenziell Probleme haben, geschaffen und hat insofern auch kurzfristig, bevor überhaupt der erste Euro nur geflossen ist, tatsächlich positive Wachstumsimpulse schon damals geben können. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt des ganzen Programms. Und der wird jetzt oft so ein bisschen stiefmütterlich gerade in der deutschen Debatte behandelt, aber es ist wirklich ein entscheidender Punkt. Der zweite Punkt, und da stimme ich Daniel vollkommen zu, ist natürlich die Frage, inwieweit werden damit neue Programme finanziert? Und da kann man das bei Deutschland jetzt auf Grundlage der Daten so aus wissenschaftlicher Sicht nicht so leicht beurteilen. Bei einem Land wie Italien ist das aber relativ leichter zu sehen, denn dort sind die Summen, die Zahlen um einiges größer. Italien wird fast 200 Milliarden bekommen, nicht nur Grants, sondern auch Kredite. Aber es ist eine Menge Geld, die dann nach Italien fließt und dieses Geld muss ja in bestimmten Prozentsätzen jetzt grün und digital ausgegeben werden. Und da sind die Zahlen dann tatsächlich so groß, dass das auf jeden Fall zusätzlich sein muss. Das heißt, es ist größer als das, was der italienische Haushalt in den letzten Jahren in diesem Bereich ausgegeben hat. Und insofern bin ich ziemlich optimistisch, dass es tatsächlich dann, wenn man sich das italienische Programm ansieht, dass es da tatsächlich einen ernsten Budgetposten gibt, der ernsthaft sozusagen in die Digitalisierung und Modernisierung der italienischen Verwaltung fließen wird, was vorher nicht geschehen wäre. Also insofern glaube ich schon, dass da auch tatsächlich ein Wachstums- und ein Modernisierungsimpuls kommt. Und vielleicht der dritte schnelle Punkt, den ich doch sagen möchte, ist, und Frau Gauer hat es auch schon angesprochen, ist die Frage des europäischen Semesters, der Konditionalität oder der Reformen. Das ist natürlich immer ein heikles Thema, aber ich glaube, es ist schon eine neue Situation, dass die Europäische Kommission jetzt mit den Mitgliedsländern diskutiert über Reformen und eben als Mechanismus nicht nur sozusagen die Peitsche hat. Und die Peitsche ist nicht sehr scharf, also nicht sehr stark, sondern eben neben der Peitsche eben auch das Zuckerbrot. Ja? Und das führt also, glaube ich, schon dazu, dass man, glaube ich, eine stärker zielgerichtete Diskussion bei den ganzen Reformdiskussionen hat. Vielen Dank. Ich würde das an Sie, Herr von Weizsäcker, erstmal weitergeben. Der erste Punkt: in Deutschland bei 1.500 Milliarden Gesamtstaatsausgaben und 15% davon Forschung und Entwicklung gehen die, Sie haben immer gesagt, Herr Groß, 22, ich glaube, es sind 25, wobei man einiges da rausrechnen muss, ne? Aber wir reden über dasselbe genau. Geht also dann dieser Anteil obendrauf oder heißt das stattdessen? Und auch nochmal, was Herr Wolf gesagt hat, man kann in Deutschland nicht so wirklich sehen, dass es zusätzliche Effekte hat. Vielleicht haben Sie da noch ein schönes Beispiel, wo Sie sagen können, hier mit diesem Geld gibt es wirklich so ein additional benefit. Ja, ich glaube, erstmal ist ganz wichtig, dass wir in Deutschland ja tatsächlich das Konjunkturpaket im Juni 2020 schon zum Anlass genommen hatten, um sowohl im Bereich der Forschung wie auch im Bereich der Investitionen, einschließlich natürlich insbesondere Energiewende, unsere staatlichen Anstrengungen deutlich zu erhöhen. Und das Investitionsniveau in unserer mittelfristigen Finanzplanung ist deutlich höher. Jetzt nicht in erster Linie wegen des europäischen Programms. Man muss ja auch sagen, im Fall von Deutschland reden wir in Summe über ein Finanzvolumen von deutlich unter 1% des BIP, also unserer Wirtschaftskraft. In anderen Ländern reden wir über ein Finanzvolumen deutlich oberhalb von 10% des BIP. Das ist also schon ein Unterschied. Aber jedenfalls kann man sagen, dass als Teil unserer Anstrengungen in der Krise diese mittlere Frist und die Frage, wie gehen wir die Zukunftsherausforderungen an, kraftvoll von der Bundesregierung angegangen wurden
Und ein Teileffekt jetzt speziell von Aufbau- und Resilienzplan in Deutschland war es, Dinge, die sowieso schon im Konjunkturpaket drin waren, auszuschärfen. Etwa 75% der Ausgaben unter dem Aufbau- und Resilienzplan von Deutschland waren angelegt im Konjunkturpaket, aber noch nicht vernünftig durchdekliniert. Und da, glaube ich, kann man wirklich sagen, ist ein Mehrwert entstanden im Austausch mit der Kommission. Und dafür sind wir sehr dankbar. Und 25% sind im Übrigen noch zusätzlich zu dem ja doch gigantischen Finanzvolumen, was wir angelegt hatten im Konjunkturpaket bereits, zusätzlich dazu gekommen. Dazu gehört zum Beispiel das Aktionsprogramm Aufholen nach Corona. Das wäre ein konkretes Beispiel. Aber es geht eben, es geht nicht nur darum, dass man zusätzlich Geld zur Verfügung steht. Es geht auch darum, und ich glaube, Daniel würde mir sofort recht geben, dass das ein wichtiges Element ist. Es geht nicht nur darum, wie viel man Geld, wie viel man ausgibt. Es geht auch darum, wie man es ausgibt. Und auch wenn wir natürlich in Berlin, ich denke durchaus zu Recht sagen, so schlecht sind wir in diesen Dingen ja gar nicht, können wir eben trotzdem vom Austausch mit der Europäischen Kommission profitieren. Und ich bin ganz sicher, dass das für andere Mitgliedstaaten auch gilt. Vielleicht noch zur Einordnung sozusagen mit den sozusagen über 1000 Milliarden, wenn man alles zusammennimmt, da ist natürlich auch viel Sozialstaat dabei. Wie viel brauchen wir eigentlich, um beispielsweise bei der Energiewende erfolgreich zu sein? Ich komme gerade aus einer G20-Runde, wo der IWF gesagt hat, na, also in den nächsten 20 Jahren zusätzlich so etwa jeweils 1% des BIP in die Energiewende investieren. Das müsste schon gemacht werden. Und daran sieht man, dass die Größenordnung, die wir jetzt in dem Bereich brauchen, und die Größenordnung, die der Aufbau- und Resilienzfonds zur Verfügung stellt, den Mitgliedstaaten, jetzt nicht in allen, also wir können jetzt in Deutschland weniger als ein Jahr davon finanzieren, aber in Summe doch in vielen Mitgliedstaaten dafür sorgen kann, dass ein wesentlicher Beitrag auf der Reise zur Klimaneutralität auch mit europäischer Unterstützung gestemmt werden kann. Ich halte das auch für absolut richtig, denn das Problem ist ja beim Klimawandel, wenn einzelne Länder nicht mitmachen, dann schadet es halt allen. Insofern ist das gut aufgehoben auf der europäischen Ebene. Das ist ja nicht nur ein europäisches öffentliches Gut, sondern ein globales. Und da bedarf es auch jenseits der Krise einer gemeinsamen Anstrengung. So viel vielleicht zur Frage der Additionalität und wie sich das in die großen Zukunftsherausforderungen einfügt. Ich würde gerne, weil wir auch Fragen hier reinkommen, mal eine Frage noch mit reinnehmen. Erstmal, die nochmal darauf abzielt, wurde genug darüber gesprochen? Also im Bundestag, in den anderen Ländern, in der Öffentlichkeit. Und hier schreibt Julian Schwarzkopf von der Deutschen Umwelthilfe, insbesondere die Konsultationen der Zivilgesellschaft kam seiner Meinung nach deutlich zu kurz. Könnte Herr Weizsäcker darlegen, was für einen Konsultationsprozess im Kontext des DARP-Monitorings geplant wird? Also erstens kann ich sagen, das hatte ich vorhin nicht erwähnt, aber wir haben tatsächlich, da war ich auch unmittelbar involviert, mit den Sozialpartnern einen sehr guten und Austausch gepflegt. Und weiterhin sagt man mir gerade, haben wir einen laufenden Prozess, sowohl mit den Sozialpartnern wie auch den Nichtregierungsorganisationen, wofür wir sehr dankbar sind. Und ich bin mir sicher, dass gerade in der Implementierungsphase wir noch enorm davon werden profitieren können. Gleichzeitig muss man einfach sagen, das ist wichtig für alle, die sich daran beteiligen wollen, auch in Zukunft. Wir haben unter einem enormen Zeitdruck gearbeitet. Also die Kommission hat uns eine ungefähre Maßgabe geben können, wie es denn laufen soll, Ende letzten Jahres. Es war klar, wir müssen zu Ostern diesen Prozess abgeschlossen haben im Sinne unseres dicken Papiers. Und es war klar, die Kommission muss sicherstellen, dass dann zum Beginn des zweiten Halbjahres, also zum 1. Juli, Auszahlungen auch erfolgen können. Und daran sieht man, wie außerordentlich schwierig und anspruchsvoll dieser Zeitplan war. Und ich kann versichern, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, dann hätten wir auch im Vorfeld noch ausführlichere
Konsultationen machen können. Aber nicht alles, was wünschenswert gewesen wäre, war in der Kürze der Frist zu bewerkstelligen. Das ist aber für uns ein Ansporn, gerade mit Gesprächspartnern, mit denen im Vorfeld nicht so intensiv gesprochen werden könnte, jetzt im Vollzug uns intensiv weiter auszutauschen. Vielen Dank. Dann würde ich gerne die nächste Frage, die auch so indirekt mit Öffentlichkeit zu tun hat, nochmal nach Brüssel geben. Es ist ja so, dass manche Länder, also Deutschland kriegt ungefähr 25, 26 Milliarden, Länder wie Italien und Spanien kriegen ja mehrere hundert Milliarden Euro. Das wird in Deutschland natürlich auch debattiert und es stellt sich dann die Frage, ja, was machen die eigentlich mit dem Geld? Da ist natürlich auch die Frage, wie wird das kommuniziert? Vielleicht könnte man da auch nochmal darlegen, dass das Corona- und konjunkturbedingt natürlich abhängt, welche Summe in jedes Land fließt. Und die Frage ist ja jetzt mit Blick auf den 1. Juli, da haben wir eine neue EU-Ratspräsidentschaft, das ist Slowenien. Slowenien hat gerade, also stand gestern jedenfalls, es bisher nicht gemacht, die zwei Personen für die Europäische Staatsanwaltschaft zu benennen, das, was womöglich auch wichtig ist, wenn man überwacht, dass die Gelder ordentlich ausgegeben werden. Deswegen nochmal die Frage vielleicht erstmal an Frau Gauer, wie soll das sichergestellt werden, dass die Gelder also ordnungsgemäß ausgegeben werden? Und dann nochmal an Herrn Groß und Herrn Wolf auch die Frage, wie beurteilen Sie das aus Ihrer Erfahrung heraus? Wie sicher sind die Maßnahmen und können Sie wirklich auch sagen, wenn Sie auch vor eine Podiumsdiskussion irgendwo großes Podium gehen, sagen, ja Leute, das ist nach allem, was wir wissen, ist die Ausgabe der Gelder sicher und nicht korruptionsanfällig. Vielleicht mit Frau Gauer fangen Sie an. Yeah, thank you very much. So on your first question, so what do they do with the money? They do two things. They do address the reforms needs that were identified, as I mentioned. Yeah, that's not a question. The question is, is the money really going in these projects? Oh, I'm Entschuldigung. So they do this, and then for the investments, because the cost essentially of the plans is really linked to the investments themselves. Then they do have for each and every investment linked the milestones and targets in exactly the same way as Germany has, and that is what the implementation and the monitoring process will exactly be about on the spending, because no payment will be made if those targets and those milestones are not met. But on your question on the how are we sure that the money is properly spent and that there is no fraud or no corruption stepping in, I think one of the key elements for the approval of the plan is the system of audit and control that the member states are putting in place. Because the money here is not given directly by the EU to the beneficiaries, it's given by the EU to the member states who are in charge of making sure that it is properly spent. And as part of the plan, what we have requested and we continue requesting is a very detailed and specific description of all the control mechanism that will be put in place by the member states, all the audits they will carry out before they can make any payment request for that matter. And of course, the gathering of data on the financial beneficiaries by the member states will be there and will be subject to control and audits by the member states, but also by the Court of Auditors and by the anti-fraud services of the Commission, and obviously by us when checking on the performance of the milestones and targets. So the system is very solid and very tight. Because we also don't want any incident or any issue to arise in that respect. So we've really done everything we could to prevent it. Let's see whether we have been successful, but we'll do our very best to ensure that in the implementation. Thank you. Vielleicht, Herr Groß, stimmen Sie dem zu? Sehen Sie das auch so? Ich bin mir sicher, dass es einen ganz großen und auch soll ich sagen, sehr kleinteiligen Kontrollmechanismus geben wird. Aber ich frage mich, ob das wirklich die Hauptsache ist. Denn erstens ist es immer schwierig, wenn ein Land Geld ausgibt, was letztendlich von der Kommission kommt, und die Kommission am Ende nur hinterher kommen kann, sagen, wo sind die Belege? Ja, und da fehlt ein kleiner Beleg hier, dann bezahlen wir das nicht.
Ich glaube, das ist nicht wirklich der Wichtige. Das Wichtige ist, ich glaube, Frau Gauer hat das auch schon erwähnt, sind die, was man Performance Audit nennt. Hat man wirklich mehr oder minder das Resultat gehabt, was man haben wollte? Das ist meiner Ansicht nach viel wichtiger als zu sagen, hier gingen mal 1.000 Euro daneben oder hier wurde mal irgendwas für ein Consulting-Unternehmen bezahlt, was vielleicht ein bisschen nach Korruption riecht. Das ist nicht das Wichtige. Ich komme mal darauf zurück, auf das, was ich vorhin gesagt habe. Nehmen wir an, wir sind im Jahre 2023, 2024. Mal ganz konkret. Wie messen wir die Umsetzung? Ja? Sagen wir, Deutschland hat alle seine Projekte schon ausgegeben, all die Belege sind da. Und dann machen wir Check, das war's. Oder 25 später. Ja, aber das kann man in Deutschland zum Beispiel sehr gut sehen. Dann kann man gucken, gibt es jetzt zum Beispiel einheitliche IT-Programme in den Ländern und im Bund? Wollte ich gerade sagen. Dann sollte man sagen, okay, dann gucken wir, gibt es solche Programme? Fließen die Investitionen schneller ab? Haben sich die Kosten pro Quadratkilometer erhöht oder nicht? Kilometer, Autobahn oder sonst etwas. All solche Sachen sind meiner Ansicht nach viel wichtiger, als darauf zu gucken, ob es irgendwo einen kleinen Verlust gegeben hat oder irgendwo etwas für andere Zwecke verwendet wurde. Und wiederum, das sollte man machen für den Gesamthaushalt. Nicht nur das, was direkt im Namen der Kommission sozusagen ausgegeben wird. Ja, also wenn ich darf, also ich möchte ein bisschen widersprechen. Also ich glaube schon, dass Korruptionsthemen sehr ernst genommen werden müssen und dass die Kommission das wirklich auch ganz oben auf der Liste der Agenda-Items haben muss. Denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, die Summen, um die es hier geht, sind in einigen Ländern wirklich enorm hoch. Ja, also wenn wir ein Land wie Bulgarien nehmen, dann reden wir über zweistellige Prozentsätze, und zwar nicht nur 10, sondern eher 20 oder fast 30% des Bruttoinlandsprodukts, die da fließen werden über die nächsten Jahre. Und da muss man den Korruptionsaspekt absolut ernst nehmen. Und das gilt jetzt nicht nur für Bulgarien, sondern da gibt es durchaus auch andere Länder, die da anfällig sind. Also insofern, da würde ich sagen, sozusagen bitte auch die Rechnung überprüfen. Aber ich stimme natürlich dem Daniel auch zu bei der Frage der Performance. Ja. Und die Frage ist, wer letztendlich politisch das Auditing macht. Wer kontrolliert politisch, dass die Gelder sinnvoll umgesetzt werden? Die Kommission hat letztendlich eine Funktion dabei, aber die Frage ist, reicht das? Und ich hätte mir gewünscht, und das habe ich auch öffentlich gesagt, schon im September, dass es neben der Kommissionskontrolle und der Auditkontrolle eben auch noch eine viel stärkere parlamentarische Kontrolle gibt durch das Europaparlament. Das Europaparlament sollte meiner Meinung nach hier nicht nur eine Rolle spielen bei dem Rule-of-Law-Mechanismus, also bei dem Rechtsstaatsmechanismus, sondern darüber hinausgehend eben auch. Das Parlament soll letztendlich das gemeinsame europäische Interesse vertreten. Und diese Gelder, die da fließen, sind ja nicht Gelder der Mitgliedstaaten, sondern es sind Gelder, die die Europäische Union aufnimmt und an Mitgliedsländer verteilt, aber für die Europäische Union werden diese Gelder aufgenommen und sie werden auch teilweise zurückgezahlt mit europäischen Steuern, wie zum Beispiel der Plastiksteuer oder dem Emission Trading System oder anderen. Also insofern gilt es hier wirklich nicht nur eine administrative und Auditkontrolle durchzuführen, sondern auch eine politische Kontrolle durchzuführen. Und da denke ich, hat das Parlament nicht genug Rechte für sich erstritten. Da ist die Letztkontrolle jetzt beim Europäischen Rat. Und das ist natürlich ein Problem, weil die Staatschefs, ist jetzt sehr schwer sich vorzustellen, dass ein Staatschef dem anderen sagt, ja, hör mal zu, wie du das Geld da ausgegeben hast, das hat jetzt nicht so wahnsinnig viel gebracht, das finde ich jetzt aber nicht so toll und jetzt stoppen wir das Geld mal. Also das ist eine sehr schwere Art der Kontrolle. Und insofern, glaube ich, haben wir da schon im Design des gesamten Mechanismus glaube ich, nicht genug europäische parlamentarische Kontrolle hinbekommen. Vielen Dank. Das sind jetzt einige Sachen auch, die direkt zu Herrn von Weizsäcker gehen. Ich würde Ihnen erstmal zum Intervenieren das Wort erteilen und dann hätte ich hier noch zwei Fragen für Sie. Ich finde, einen ganz wichtigen Aspekt, den ich nochmal hervorheben möchte,
ist, dass vollkommen zu Recht die Kommission nicht nur im Sinne von Antikorruption Audit-Erfordernisse zugrunde legt, sondern auch für jedes einzelne Programm detaillierte Output-Indikatoren, sogenannte Milestones. Und diese Milestones, das ist nicht, Daniel, das ist nicht Rechnungen kontrollieren, sondern das ist wirklich kontrollieren, ist das Ergebnis erzielt worden, was man in Aussicht gestellt hat. Und wenn der Milestone nicht erfüllt wird, dann hat der Mitgliedstaat ein Problem. Und ich bin sehr froh, dass da die Kommission eben nicht nur auf Rechnungen schaut, sondern auch auf Ergebnisse schaut. Und es ist transparent, es ist nachlesbar, welche Milestones in Aussicht gestellt wurden. Und das erleichtert dann die öffentliche Kontrolle, sowohl medial wie auch parlamentarisch außerordentlich. Ich habe eine hohe Grundsympathie. Ich war jetzt ja kein Parlamentarier mehr für die Idee, dass das Europäische Parlament sich da vielleicht noch etwas mehr Rechte hätte erstreiten können. Nun hat man sich ja politisch geeinigt. Aber ich glaube, man kann sagen, dadurch, dass eine gewisse Transparenz durch diese Milestones geschaffen wird, durfte es auch im Rat schwierig werden zu sagen, ja, da ist jetzt zwar eine Software nicht entstanden oder eine Brücke nicht gebaut worden, aber wir tun jetzt einfach mal so. Ich meine, wir sind mitten in Europa. Das ist nicht die Gewohnheit des Rates, einfach so zu tun, als wäre etwas da, was tatsächlich überhaupt nicht entstanden ist. Also insofern denke ich, es gibt durchaus Ideen, wie man vielleicht in Zukunft so etwas weiterentwickeln könnte. Ich habe eine Grundsympathie dafür, aber mir ist ganz wichtig, darauf hinzuweisen, das ist für uns dann auch eine Menge Arbeit gewesen, also zusammen mit der Kommission uns auf diese Milestones zu einigen. Und das wird eine Menge Arbeit sein, das alles genau abzurechnen. Aber wir sind dafür, unbedingt dafür, weil wir glauben, erstens, dass es für uns gar nicht schlecht ist, und zweitens tatsächlich der festen Überzeugung sind, dass es in Gesamteuropa von riesiger Bedeutung ist, dass sich Bürgerinnen und Bürger, dass sich Steuerzahlerinnen und Steuerzahler darauf verlassen können, dass da genau hingeschaut wird. Und Daniel hat recht. Ja, es stimmt. Damit wird dann nicht der Gesamthaushalt in dieser Form transformiert. Aber doch in vielen Ländern ein sehr nennenswerter Teil des Haushalts. Und ich finde das prima. Ich ganz kurz, Herr Weizek, ja? Ganz kurz nur. Bitte schön. Ich glaube, es gibt keinen Dissens, dass man nicht nur formal die Ausgaben nachprüfen muss, sondern substanziell. Und ich habe das sehr begrüßt. Das findet meiner Ansicht nach bei den Ausgaben für die Regionalhilfe viel zu wenig statt. Man hätte aber auch darüber nachdenken können, ob man nicht für einige Länder, wo die Korruption wirklich ein großes Problem ist, darauf dringt, dass man sagt, erst muss das öffentliche Vergabewesen reformiert werden, vielleicht mit Einfluss von außen, bevor große Gelder fließen können. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Griechenland, ne, wo es hieß, wir müssen die Verwaltung reformieren. Oder? Ist das sehr weit hergeholt? Frau Gauer? Now, thanks a lot for allowing me to come in here. Actually, we had in the context of a semester a number of member states where the corruption had been identified as a key issue, and the list will not be a surprise to you. And for those member states, what we have done is to also, in addition to the control and system that I've described and that is part of the plan, to add and to require reforms on tackling directly corruption, reform of the public administration, reform of the sanction mechanism, of the supervisory mechanism that are applicable there. Precisely because we saw that with so much money flowing to the member states, we couldn't afford having outstanding issues of corruption not being tackled. So through the reform angle, we have really strengthened the audit and control for those mechanisms. Thank you. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne, bevor ich das Wort Herrn Wolf nochmal gebe, um diese einzelnen Pläne vielleicht nochmal vorzustellen, die Sie ja sehr ausführlich bewertet haben, würde ich gerne noch zwei Fragen aus dem Publikum hier dran nehmen. Die erste, glaube ich, geht an Herrn von Weizsäcker. Die kommt über YouTube von einem Herrn namens Christoph. Da Deutschland an den Kapitalmärkten etwas geringere Zinsen zahlt als die EU, kostet die Umschuldung der Finanzierung des deutschen Konjunkturprogramms auf die EU den deutschen Steuerzahler sogar Geld. Kritisiere der grünen Europaabgeordnete Sven Giegold. Stimmt das?
Also erst einmal ist es richtig, dass Deutschland das Glück hat, sich zu außerordentlich niedrigen, nämlich nominal und real negativen Zinsen verschulden zu können. Und das ist natürlich, ich glaube, das ist wichtig. Es gibt ja Leute, die sagen, oh je, jetzt habe ich gespart und kriege keine Zinsen mehr. Ich verstehe, dass das ärgerlich ist. Aber gleichzeitig kann man sagen, angesichts der enormen Investitionsbedarfe, die wir zum Beispiel haben, um den Klimawandel in den Griff zu kriegen, ist es ja eigentlich ein Segen, dass es im Moment so leicht möglich ist, sich für hoffentlich dann wirklich gut durchdachte Investitionen zu verschulden, um unsere Zukunft besser gestalten zu können. Also das ist ja durchaus etwas Positives. Und jetzt ist es richtig, dass die Refinanzierungskosten, obwohl da die EU gemeinsam auftritt in der Form, die gewählt wurde, ein kleines bisschen, nicht sehr stark, aber ein kleines bisschen höher sind als die deutschen Refinanzierungskosten. Und das ist der Grund, das haben wir auch immer klar gesagt, warum wir uns jetzt nicht als Deutschland zusätzlich zu den Mitteln, die wir überwiesen bekommen, Geld leihen auf dem Weg, die Next Generation EU zur Verfügung stellt. Denn das wäre in der Tat teurer gewesen, als es nicht zu tun. Jetzt hätte man, also das machen wir einfach nicht, insofern point taken und wir verhalten uns entsprechend, wir leihen uns das Geld lieber selbst. Jetzt hätte man natürlich, wenn man spitzfindig wäre, hätte man sagen können, naja, Deutschland ist ja im Zweifelsfall Nettozahler in das Gesamtsystem. Warum wird nicht alles, was Deutschland, die 26 Milliarden, die wir rausbekommen, warum wird das nicht alles dann von Deutschland am Kapitalmarkt aufgenommen, statt von der EU? Und da haben wir gesagt, für das Gesamtprojekt, wo wir ja wollen, dass alle Mitgliedstaaten diese verbesserten Investitionen in die Zukunft machen und begleitende Reformen unternehmen. Es ist wichtig für das Gesamtgefüge, dass Deutschland sich nicht in dieser Form ausklingt, weil die Zinsen ein kleines bisschen niedriger gewesen wären auf dem direkten Weg. Es ist gut, dass wir Teil auf der Grant-Seite des ganzen Programms sind. Es ist gut, dass auch wir, auch wenn wir es uns anders hätten leisten können, zusammen mit der Kommission einen solchen Plan erarbeitet haben. Uns schadet das nicht, uns nützt das eher. Und ich glaube, für das Gesamtgefüge ist es ganz, ganz wichtig, dass nicht nur die Länder, die netto Geld aus dem Programm bekommen, sich diesen intensiven Gesprächen mit der Kommission auszusetzen haben, sondern wir auch. Und deshalb machen wir das. Und ich glaube, wir profitieren davon als Deutschland. Und ich glaube, es ist außerordentlich wichtig für Europa, dass es so ist, dass da nicht einige Länder sich ausklinken und sagen, nee, nee, für uns gilt das nicht. Und ja, das hat möglicherweise dann auch kleine Schönheitsfehler, aber ich denke, damit können wir gut leben. Wichtig ist, wir leihen uns über das Programm kein Geld, weil in der Tat wir uns direkt über den Finanzmarkt als Deutschland noch ein bisschen günstiger das Geld leihen können. Und das machen wir auch. Das sind wir den deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern auch schuldig. Würde ich gerne die nächste Frage nehmen. Es wird sehr viel Geld, EU-Geld nach Deutschland fließen außerhalb der Regionalpolitik der EU. Wird es eine Art Monitoring geben, wie viele Mittel in den einzelnen Regionen in Deutschland tatsächlich ankommen und dass die Ziele der Regionalpolitik nicht durch eventuelle Konzentration von Mitteln in Regionen konterkariert werden? Fragt Christoph Eggers privat und ich denke, Frau Gauer ist vielleicht die richtige Ansprechpartnerin oder Herr von Weizsäcker? Yeah, no, thank you. I can take this one. Okay. I think it is indeed very different than regional policy, where the money is essentially allocated by different regions. But it doesn't mean, of course, that we haven't looked at the territorial dimension of the plans as well, and make sure that the territorial cohesion that is brought about by the plan is also there. But there will not be a detailed monitoring on how much money goes where, and in particular for federal states, and not only Germany, but Spain or Belgium, it's been really really helpful to also have one investment program that is really looking also at the national needs and really targets those national global needs that will serve everyone, and that obviously comes on top of the very sizable regional allocation, and that's why I think it's completely legitimate and good. So, thank you.
Thank you. Und dann noch eine Frage von Asra Hassig über Facebook. Stichwort Umsetzung noch einmal. Ist ein Austausch zwischen den Mitgliedsländern im Bereich der Digitalisierung inklusive Cybersicherheit geplant? Digitalisierung und Cybersicherheit seien ein sehr dynamischer Bereich. Durch einen gemeinsamen Austausch könnten neue Innovationen zeitnah kommuniziert werden. Das ist eine Frage, Cybersicherheit, Austausch, Digitalisierung. Frau Gauer, Sie wieder? Ja, ja, I can also take this one. Yes, I think there is already a very intense dialogue between the member states in the field of cybersecurity in particular and in digitalization more generally. That is not something specific for the recovery and resilience plan, but more something that is taking place in the overall policy on cybersecurity and digital transition. This being said, for the implementation of the plan themselves, I think we have triggered discussion and workshops and exchanges of best practices between the member states specifically on digital. And this is how the important project of common European interest that that Jakob was mentioning at the beginning have also attracted so much interest. And you have as part of the facility now really contribution by a sizable number of member states to this important project that have multi-country projects. We spoke about microelectronics, about cloud, about data. This is also a possibility for everyone then to get and to promote those common European efforts together. But again, that comes in addition to what we are doing and have been doing for quite some many years now to promote these exchanges between member states. Thank you. Thank you. Ich würde damit jetzt zur letzten Runde kommen und erstmal Herrn Wolf das Wort erteilen. Sie haben die Pläne der einzelnen Mitgliedstaaten sehr intensiv angeschaut und einen Vergleich gemacht. Vielleicht können Sie uns einmal sagen, Europa ist ja immer sehr divers. Sind es die Pläne auch oder wie ist Ihre Meinung dazu? Ja, vielen Dank. Also wir haben tatsächlich im Institut alle Pläne analysiert, die bis jetzt eingegangen sind. Es sind bis jetzt 3 Pläne noch nicht eingegangen. Bulgarien, Niederlande und Malta haben es also noch nicht geschickt. 4 Länder haben wir noch nicht analysiert, aber die restlichen 20 haben wir geschafft. Und der Datensatz ist also komplett auf unserer Webseite verfügbar und entschlüsselt sozusagen im Detail, wofür die Gelder ausgegeben werden in den verschiedenen Programmen. Und man sieht natürlich doch einiges an Unterschieden in den Prozentsätzen für Grün und Digital. Aber was Frau Gauer auch schon erwähnt hatte, ist, dass eigentlich alle Mitgliedsländer die Quoten, die sie erfüllen sollen, also 37% grün und ich glaube 20% digital, dass beide Quoten also überschritten werden. Die Mitgliedsländer geben tatsächlich mehr Geld aus als sie in diesen Bereichen, als sie das müssen, laut Vorgaben der Kommission und der EU. Also insofern sieht man das auf jeden Fall als ein Ergebnis in diesem Datensatz. Aber wir sehen wirklich doch erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern. Und ich meine, ich kann jetzt nicht die 20 Länder im Detail da zusammenfassen. Ich glaube, da kann man auf unserer Website sehr schön diese verschiedenen Statistiken sehen. Man sieht auch, wenn man konkret dann reinzoomt, und das haben wir zum Beispiel beim Grünen mal gemacht, sieht man auch ganz unterschiedliche Prioritäten. Ja? Also in Deutschland, in Frankreich zum Beispiel, ist Building Energy Efficiency, also die Energieeffizienz von Gebäuden, ein wesentlich wichtigerer Punkt als zum Beispiel in Deutschland. Ja? Also solche Unterschiede kann man in diesem Datensatz erkennen und dann weiter analysieren. Vielleicht lasse ich es dabei erstmal bleiben. Okay, vielen Dank. Wobei Gebäudesanierung in Deutschland, gerade Dämmung, ja auch ein großes Thema ist. Ne? Das machen die Franzosen noch mehr. Ja. Ist ein großes Thema, aber bei den Franzosen eben noch mehr. Und also insofern, man sieht, und das Thema ist interessant, weil es ja auch für die Beschäftigung immer wieder als wichtiges Thema genommen wird. Das schafft auch direkt relativ schnell Jobs. Und das ist vielleicht in Frankreich noch ein bisschen dringender als in Deutschland. Okay. Herr von Weizsäcker, Ihnen vielleicht noch mal die Frage, vielleicht können Sie noch mal sagen, also wir haben ja gehört, die regionalen Mittel werden
die Verteilung innerhalb Deutschlands wird von der Kommission nicht kontrolliert. Haben Sie das im Blick? Ja, das ist unsere Aufgabe. Ich meine, wir sind sehr froh, dass die Kommission die Dinge macht, die sie machen soll. Und ich glaube, es ist auch wichtig, das will ich vielleicht auch nochmal in dem Zusammenhang sagen, wenn jetzt einzelne Mitgliedstaaten, es gibt ja Mitgliedstaaten, die gerne intensiv auch darüber wachen wollen, was andere Mitgliedstaaten treiben. Ich glaube, für die politische Zufriedenheit in Europa ist es wichtig, dass alle Mitgliedstaaten sich erstmal um die eigenen Probleme kümmern und dass wir eine starke und glaubwürdige Kommission haben, die dafür sorgt, dass bestimmte Kontrollmechanismen dann auch wirklich funktionieren. Alles andere, also der Versuch, jetzt aus einem Land einen anderen Mitgliedstaat direkt kontrollieren zu wollen, führt nur zu Streit. Da sollten wir, glaube ich, die Lehren der Geschichte ernst nehmen. Aber gleichzeitig sind wir sehr froh, wenn bestimmte interne Koordinationsfragen, die natürlich die Mitgliedstaaten übernehmen müssen, dann nicht die Kommission sich anmaßt, sondern wir sind selbstverständlich im Gespräch mit den Ländern zu der Frage, wie man eine Synchronisierung zwischen Strukturfonds einerseits und diesen Mitteln andererseits hinbekommt. Und um das auch nochmal ganz klar zu sagen, viele der Mittel, nehmen Sie diese IPCEIs, diese großen Forschungsprojekte, wo dann zum Beispiel beim Cloud Computing sind Italien und Frankreich auch dabei. Und da steht natürlich technischer Fortschritt, aber auch bestimmte Fragen von Datensicherheit da natürlich im Vordergrund. Da kann man jetzt gar nicht sagen, ob ich in Berlin-Mitte dann am Ende regional davon einen Vorteil habe oder nicht. Ja, wahrscheinlich schon. Wenn das erfolgreich ist, dann werden wir alle von diesem technologischen Fortschritt profitieren, selbst wenn die Forscherinnen und Forscher, die daran arbeiten, möglicherweise nicht in Berlin-Mitte sitzen. Also ich glaube, man muss auch vorsichtig sein. Es kommt nicht nur darauf an, wo dann geografisch die Sachen ausgezahlt werden, sondern es kommt auch auf die Wirkung an, die in vielen Fällen dann viel, viel breiter ist. Auch in der Fläche, wenn wir das mit der Wasserstoffwirtschaft hinbekommen, dann profitieren alle Industriestandorte davon, die heute noch viel fossile Energie emittieren in ihren Prozessen, unabhängig davon, wo die Forschung dort betrieben wird. Also das ist mir auch noch wichtig, darauf hinzuweisen. Aber ja, diese Koordination kriegen wir innerhalb von Deutschland hin. Der Föderalismus hat manchmal auch Schwächen, aber er hat auch Stärken. Und eine Stärke ist, dass im Föderalismus jeder natürlich darauf achtet, dass die eigene Region dann am Ende keinen Nachteil erleidet. Und das ist also fest verdrahtet im deutschen föderalen System. Und das ist eine gute Sache. Also das hat uns sehr geholfen, dass da nicht irgendwie einzelne Regionen vergessen werden. Dann kommen wir nochmal von dem kleinteiligen deutschen Föderalismus auf die große europäische Ebene. Die allerletzte Frage an Herrn Groß zuerst. Wir haben ja gelernt, auch in dieser Stunde, dass alle sehr froh sind, dass dieses große europäische Projekt geschafft worden ist, zumindest auf die Schiene gebracht worden ist, wie man immer so schön sagt. Sollte man das als permanente Einrichtung ins Auge fassen, Herr Groß? Ich glaube, man sollte nicht sagen, wir machen das jetzt jedes Jahr. Das geht ja auch gar nicht. Es war ja für die Next Generation. Permanent. Ja, permanent hieße ja, dass wir, was weiß ich, in 2025 wieder anfangen, das Gleiche zu machen. Für Next Generation. Genau, für die kurze Generation, 5 Jahre. Ich glaube, das Wichtige daran ist das Prinzip. Das Prinzip ist, dass wir halt wirkliche Solidarität innerhalb der EU haben, wenn ein großer Schock kommt und uns alle trifft und auch vielleicht verschiedene Maße trifft, dass dann die Gemeinschaft zusammensteht und den Schwächeren geholfen wird. Ich glaube, dieses Prinzip wird vielleicht nicht institutionell verankert werden, aber es wird politisch, glaube ich, in Zukunft auch wirksam bleiben. Das wird sich wohl etablieren. Und dann hängt natürlich viel davon ab, wie groß der Erfolg ist dieses Programms. Werden die Gelder richtig ausgegeben und vor allen Dingen führen sie zu mehr Wachstum, zu einer Beschleunigung des Wandels bei den erneuerbaren Energien und so weiter? Wenn das der Fall ist, glaube ich, dann werden sich viele sagen, können wir wieder mal versuchen. Wenn nicht, wird es wohl schwieriger werden. Vielen Dank. Frau Gauer, stimmen Sie den Ausführungen zu oder haben Sie schon Pläne in der Schublade? No, I would fully agree that we need to get this one right.
I think we have made a really important milestone now with the first step on the 12 plans. We'll do more in the coming weeks. Implementation will be really the challenge. We'll do our very best with the member states in the spirit of partnership to make it work, and then we can discuss. But we need to get that one right before taking it further. Okay, damit wären wir am Ende unserer Debatte schon ein bisschen überzogen. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Ihnen, Celine Gauer, bei Herrn von Weizsäcker, bei Herrn Groß, bei Herrn Wolf. Eigentlich schön, dass man alle mal wieder sieht, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das zurückgebe an Herrn Wojan oder beende. Ich möchte jetzt ungern den Gastgeber hier rauswerfen, aber er ist nicht zu sehen. Okay, also ich kriege gerade das Zeichen, er ist nicht zu sehen. Dann an dieser Stelle vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Tschüss. Vielen Dank.